Danke. Super, danke. Auch, dass ihr uns helft, im Zeitplan zu bleiben. Super. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben heute zu dieser Kundgebung nur Rednerinnen und Redner eingeladen, die nicht nur inhaltlich viel zu sagen haben, sondern auch Menschen sind, die von Anfang an unsere Bewegung aktiv unterstützt haben. Ob Baumhäuser in unserem Park oder Abseilaktionen an der Rathaus- und Bahnhofsfassade oder wunderbare Banneraktionen. Robin Wood war immer dabei. Und mit den Rovos auch Monika Lege. Herzlich willkommen, liebe Monika, extra aus Hamburg angereist. Einen großen Applaus für Monika Lege. Ja, erstmal herzlichen Dank an Angelika Link für die wunderbare Ankündigung und wunderbar, dass Sie alle hier sind. Das sind echt einen ganzen Haufen Leute. Das sieht man immer nicht, wenn man mittendrin steht. Ja, und ich danke dem Demo-Team auch, dass ich hier reden darf. Und zwar werde ich über den Unterschied zwischen Kastanien und Pflastersteinen reden. Auf dem allerersten Transparent von Robin Wood Stuttgart stand: Gebt auf eure Bäume Acht, sonst wird der Park platt gemacht. Kletternde spannten es im Juni 2008 im Schlossgarten. Sie hockten oben in drei alten Platanen, die heute nicht mehr stehen. Kam auch die Plattformtechnik zum Einsatz, mit der wir 2003 das erste Waldcamp von Robin Wood auf die Beine gebracht haben. Freundinnen und Freunde und ich haben bei extremer Trockenheit und Waldbrandgefahr sind wir im Grundwald südlich des Frankfurter Flughafens auf die Bäume gestiegen, um den Wert eines alten Waldes spürbar zu machen und in die Schlagzeilen zu heben. Denn der Erhalt alter Wälder schützt das Klima. Fliegen ist der billigste Weg, um als Privatperson den Planeten zu grillen. Ich musste mich für dieses Waldcamp vor Gericht verantworten. Habe ich eine Versammlung geleitet, die oben in den Baumkronen eines von der Rodung bedrohten Waldes stattfand? Kann es überhaupt eine Versammlung oben in den Wipfeln geben? Und wenn ja, steht die grundgesetzlich geschützte Versammlungsfreiheit über dem hessischen Forstrecht oder ist das hessische Forstrecht über dem Grundgesetz? Sind Baumkronen ein öffentlich zugänglicher Ort, was die Voraussetzung für eine Versammlung ist? Das waren die Fragen, mit denen sich die Staatsanwaltschaft Groß-Gerau beschäftigte. Weil wir hier heute für Demokratie und Bürgerrechte demonstrieren, gebe ich Ihnen noch dieses Detail zum Besten. Die Akteneinsicht förderte damals zutage, dass die Polizei auch mutmaßliche Verwandte von mir und deren politische Haltung ermittelte. Sie haben in meinem Heimatdorf rumgefragt, obwohl mein Name offen unter allen Pressemitteilungen stand. Drei Waldcamps und eine neuntägige Baumbesetzung im Rhein-Main-Gebiet später begann die Besetzung des Kelsterbacher Stadtwaldes. In einem ungleichen Bündnis von autonomen und bürgerlichen Aktiven, von Bürgerinitiativen, Umweltorganisationen und Kommunalpolitik versuchten wir, die Räumung und Rodung des Kelsterbacher Waldes für die Erweiterung des Frankfurter Flughafens zu verhindern. Es gab damals sogar schon eine rot-rot-grüne Koalitions- bzw. Tolerierungsvereinbarung, in der ein Moratorium für die Abholzung festgeschrieben war.
Einzelne SPD-Landtagsabgeordnete stiegen aus Gewissensgründen aus. Es gab Neuwahlen. Im Februar 2009 wurden rund 70 Hektar Wald geräumt und gerodet für eine vierte Landebahn am Frankfurter Flughafen. Es gibt hier keinen ermittlungsrelevanten Zusammenhang und es gibt auch keinen Businessplan für erfolgreiche Kampagnenarbeit. Aber es gibt eine Idee und eine Kraft, die die Kelsterbacher Waldbesetzung mit dem Stuttgarter Schlossgarten und dem Hambacher Forst heute verbindet. Dabei ist der Grat zwischen abgeklärten Zynismus und menschenfeindlicher Naturtümelei manchmal verdammt schmal. Ich habe es noch mal nachgeguckt. Die antiken Zyniker oder Bettelphilosophen lernten eine Rückkehr zum Naturzustand und zum einfachen Leben und hatten eine eher schlecht gelaunte misanthropische Ausstrahlung. Das eingangs zitierte Transparent im Stuttgarter Schlossgarten vom Juni 2008, gebt auf eure Bäume Acht, sonst wird der Park platt gemacht, steht in meinen Augen nicht für eine naive Verklärung vor moderner Verhältnisse. Alte Bäume und alte Wälder erinnern uns daran, was das Tagesgeschäft überdauert. Der Aufenthalt in der Krone eines Baumes mit dem Vielfachen des eigenen Lebensalters kann tatsächlich dazu führen, über den Moment hinauszudenken. Was bleibt? Was wollen wir behalten? Was kann weg? Vielleicht verbietet die Stuttgarter Grünflächenverordnung deshalb wegen dieses Weitblicks das Schlafen auf Bäumen. Sie war im Spätsommer 2008 die Rechtsgrundlage für die Räumung und Zerstörung des ersten Robin-Wood-Baumhauses noch vor dem Schwarzen Donnerstag. 8 Jahre können eine sehr lange Zeit sein. Die Kindergartenkinder vom September 2010 sind jetzt Teenager und haben mich größtenmäßig eingeholt, von hier bis hier. Hier klafft ein riesiges Loch in der Stadt. Im September 2010 habe ich geblockt, hier solle ein Einkaufszentrum mit angeschlossenem Bahnhof entstehen. Aber hier sind nur ein Einkaufszentrum und ein Krater. Wie immer im Herbst habe ich in meiner Tasche eine Kastanie. Die Kinder haben im Herbst 2020 Kastanien gesammelt. Die Bäume vor dem Leuchtfeuer in Hamburg stehen noch und sehen nicht großartig anders aus als damals. Für eine Kastanie sind 8 Jahre eine kurze Zeit. Sie alle wissen, dass die Bäume hier im Schlossgarten nicht mehr stehen. Die Kastanien von den Bäumen hier im Park wurden am Schwarzen Donnerstag als Pflastersteine diffamiert. Michael Brandt hat es schon gesagt. Den Baumbesetzerinnen und Parkschützerinnen unterstellte die Landesregierung Mappus Aggressivität und Gewaltbereitschaft. Auf dem letzten Transparent von Robin Wood steht, erst wenn alles zerstört ist, werdet ihr merken, dass sie unfähig sind, einen Bahnhof zu bauen. Der Satz ist angelehnt an die Weissagung der Kreh, sinngemäß, erst wenn der letzte Baum gefällt ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. 8 Jahre sind für das Zerstörungswerk Stuttgart 21 mehr als genug. Vergessen Sie nie den Unterschied zwischen Kastanien und Pflastersteinen. Lassen Sie sich von niemandem angebliche Gewaltbereitschaft als Legitimation für gewaltsame Durchsetzung von Interessen weniger andrehen. 8 Jahre und unendlich viele Worte zur Schlichtung ändern nichts an den einfachen Gründen, warum Stuttgart 21 als Bahnhof nie funktionieren wird und die postfossile Verkehrswende blockiert. Abbau der Schienenkapazität, Gipskörper, Gleisgefälle, Kostenexplosion. Im Hambacher Forst hielt nun der Brandschutz als 5. aus dem Baugesetz für eine Legalisierung der Räumung her.
Vor dem Hintergrund von Stuttgart 21 oder BER mit ihrem Mausefallenbrandschutz stinkt das zum Himmel. Erst wenn alles zerstört ist, werden auch die Letzten merken, dass sie unfähig sind, einen Bahnhof zu bauen. Lassen wir es nicht so weit kommen. Die Kohle bleibt im Boden und wir bleiben oben. Danke Ihnen. Danke. Danke. Danke, Monika Lege. Danke, dass du gekommen bist. Danke für deine Rede. Es ist gut zu wissen, dass es für S21-Gegner und Gegnerinnen glaubwürdige Alternativen zum BUND gibt. Umweltorganisationen wie Robin Wood, die uns immer wieder unterstützen.